Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Sheltered, einer weiteren Folge. Wir haben in der letzten Folge ja leider jemanden verloren, aber wir haben auch jemand Neues rekrutiert. Die müsste auch demnächst mal ankommen. Und jetzt sind wir im Polizeirevier, wow. Das ist natürlich super. Die Schalter stacken, so gehen wir mal durch. Sand brauchen wir nicht, Eimer brauchen wir nicht wirklich. Kohle brauchen wir nicht. Sicherung brauchen wir nicht. Farbeimer. Nägel. Habe ich da gelassen bei dem anderen. Oh. Geringen Schaden. Das ist Quatsch. Die eine Patrone. Ganz ehrlich. Von hinten wurde dreimal vorbeigeschossen, obwohl ich eine Pistole hatte. Liegt vielleicht auch in dem Typen. Verbandskasten. Habe ich sechs in Besitz? Ich weiß nicht. Unterwegs können die sich anscheinend. Können die sich heilen unterwegs, wenn ich einen Verbandskasten mitnehmen würde? Gut, ich habe 6 Stück im Besitz, das heißt, ich kann das demnächst mal ausprobieren. Nee, passt. Das müsste ich mal ausprobieren, ob man sich dann im Kampf vielleicht heilen kann. Aber nee, du bist ja nicht mit dem Kampf und heilst dich mal eben. Na. So. Hallo Lady. Bedienen Sie sich. Hat eigentlich eine gute Wahrnehmung. Also für eine Expedition wäre die auch gut geeignet. Radiergummi ist gut. Holz ist sehr gut. Leder ist sehr gut. Oh, Kabel sind wichtig. Nägel sind unwichtig. Damit 10 besitzt das auch. Essen haben wir. Kabel will ich haben. Ich will definitiv die Kabel haben. Und ich brauche die Batterien. Ich glaube, die waren wichtig. Sprengstoff. Die Frage, wann ich das mal herstelle, gell? Wie lange das dauert. Ich glaube, ich lasse den Sprit da, weil den finde ich ja eigentlich immer wieder. Batterien würde ich gerne mitnehmen. Komm, scheiß auf Bücher. Batterie wird mitgenommen. Die sind wichtig, um den Sachen aufzurüsten, die ich da habe. Ja, das war's dann aber auch, ne? Wie weit sind die eigentlich oder wo sind die gerade? Da unten erst. Ich würde halt noch gerne mal in die Tanke reingucken. Oder ich rufe ihn jetzt zurück. So, Nägeldings. Nö, Kohle. Springs. Nee. Wasser brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch, die Ventile, meine ich, um irgendwas zu verbessern. Was lasse ich denn hier jetzt? Essen. Das ist der Vorteil vom Livestream, gell? Da schreien dann die Leute direkt an. Ich glaube, Scharniere brauche ich definitiv. 64 Besitz, weißt du was? Ich lasse jetzt mal das Essen da. Und nehme das Ventil noch mit. Ich meine, ich bin nicht so weit, dass ich Sprengstoff im Moment herstelle. Von daher, da haben wir ja 4 im Besitz. Dann nehme ich lieber das Metall mit noch. Ja. So, Virginia. Du kannst mal was tun. Serendipity könnte 92... 85, 95, sieht eigentlich noch gut aus. 95. Sieht eigentlich alles sehr gut aus. Es hält auch so lang, ne? Nee.
Oh, eine Gasmaske. Hm. Das ist natürlich dumm jetzt. Was lasse ich denn jetzt hier? Irgendwas, wovon ich viel habe. Also ich weiß, die Transistoren. Schutzschalter. Da habe ich 13 im Besitz. Dann nehmen wir das definitiv mit. Und Wolle haben wir eigentlich auch genügend. 10-mal Eisenstangen. Nee, da lasse ich nichts da. Metall. Metall könnte ich da lassen gegen die eine Wolle. Macht überhaupt keinen Sinn. 13 und davon 6. Okay, den Sprit lassen wir da bestätigen. So, kannst du eigentlich was verbessern? Ah, shit. Ich hätte ihn zurückholen sollen, ne? Im Ödland, mitten draußen. Im Stein. Hast du Angst? Nee, sorry. Sorry, wir können nicht handeln. Ich rufe den jetzt zurück. Wo ist denn der? Zum Schutzbunker zurückrufen. Ich hol den zurück. Der hat 5-mal Radiergummi dabei, die ich echt gut gebrauchen kann, um Gasmasken herzustellen. Regnet schon wieder? Nee. Also man sieht's echt gut aus. So, wie geht's dir denn mental? Dir geht's ganz gut. Da kommt irgendjemand, oder? Nee, rennt vorbei. 79, 76. Ah, es regnet. Das war auch echt bitter nötig. Ja, ja. Da kommst du leider alleine zurück. Das ist echt schade. 200 Erfahrungspunkte. Erhöhte Wahrnehmung. Muss sowieso mal gucken, was haben die denn, die einzelnen Werte? Aber hier konnte ich doch auch was, das Essen. So, wie geht's ihr denn? Die hat auch eine hohe Wahrnehmung, gell? Die ist gut. Die Wahrnehmung, Intelligenz, Charisma, Geschicklichkeit und also auch relativ stark. Ich glaube, die schicke ich jetzt als nächstes auf die Expedition. Wie geht's eigentlich Serendipity? Gut. Bitte mal auffüllen. Und dann Gegenstände herstellen. Einmal geht noch. Und dann fehlt uns der Kunststoff. Ein Stuf. Brennkammer. Kraftstoff für den Generator gewinnen, wenn ich überflüssige Gegenstände verbrenne. Hm. Ratten. Da haben wir doch die Katze für. Da brauchen wir nicht herstellen. Alles Farbe. Haben wir eigentlich Farbe? Eine Farbdose haben wir. Wohin denn? Dahin. So, jetzt lass mal gucken. Ryan. Der war feige, ne? Den lassen wir hier. Ron. Der schläft noch. Und muss auch mal dringend duschen. Ryan, bitte mal durchreinigen. Die Virginia, der geht's gut. Und Ryan müsste duschen. Und danach vielleicht mal aufs Klo.
So. Virginia, alles klar. Ihr geht jetzt auf eine Expedition, würde ich sagen. Okay. Und Virginia. Sparsam, pessimistisch. Alles klar. Gut, dann machen wir noch eine Tour. Da unten haben wir jetzt alles. Das haben wir erst besucht. 9 bis 10 Tagen. Ich würde ja nochmal gerne in die große Stadt. Vor 16, vor 32. Ja, die Tour ist auch schon wieder so lang her. Okay. Ich glaube, dann mache ich nur so eine Tour. Zack, 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 zack. Probieren wir es einfach mal, ne? So, Juan. Ich habe keine Munition für die Waffen. Also auf jeden Fall kriegst du einen Rucksack, das ist klar. Nur eine Maske. Und dann kriegst du die Pistole. Und dann bestätigen wir das. Dann kriegst du einen Rucksack. Und eine Maske. Und weißt du was, du nimmst das mit, Gewehr mit. Vielleicht für Nahkampf ist es vielleicht besser. Allerdings keine, auch keine Eisenstange mehr. So. Kommen wir noch in die Integrität. Könnte man eigentlich auch wieder reparieren. Homer Simpson von Sheltered. So, 80, 53, schon wieder kaputt. Dusche müssen wir mal. Warte mal, können wir mal gucken, ob wir eine bessere herstellen können. Dusche. Ich glaube, das ist schon die Dusche, die wir haben, oder? Naja, schon die beste. Das gibt erst wieder mit Level 4 eine bessere Dusche. Effiziente Dusche. Schade. So, Ryan. Bitte reinigen Schutzbunker, sonst ist Gefahr Vergiftung. Auf jeden Fall durchsuchen. So, schauen wir, was sie auf ihrer Expedition mitbringen. Ja, müssen wir leider mitwirken. Jetzt hasse ich ja den Kram. Beim letzten Mal hat uns ja die junge Dame gerissen. Ach, Lady, du bist doch harmlos. Eine Pistole. Nee, sorry. Wir haben keinen Platz. Ich bin ein Arschloch, ich weiß. Es tut mir auch wirklich leid. Ich spreche sie mal an. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Oh. Oh. Handeln. Das ist gut. Mit euch hier, euch Amazonen mit Shotgun und Pistole. Alter. Wenn du da kämpfen musst, bist du ja richtig kaputt. Nö, ihr habt nichts. Das ist auch die Geschichte, das habe ich mir gedacht. Wenn man mit Leuten spricht, ist es besser, weil man sonst nicht an das Haus rankommt oder die, das Objekt, wo man halt gerade ist, ne? Wir müssten vielleicht auch mal den nächsten Ausflug machen in Gefilde, die wir noch nicht so... die wir noch nicht so kennen. Ja, wo
probieren es mal. Wir brauchen besseren Stuff. Wir brauchen vor allem viel mehr Elektronik und so ein Kram. Einer. Mit dem Stab. Naja, gut. Handeln. Du hast nichts, was du brauchst? Okay. Hätte sein können. So, solange es geht, nehmen wir alles mit. Nee, wir wollen nicht reden. Wir müssen mitwirken. Das hilft nicht. Hallo. Nö. Nö. Sorry. Wir haben leider keinen Bedarf. Wir haben 4 Leute. Wenn der nächste drauf geht, dann können wir uns nochmal weiter unterhalten. So. Wir sprechen sie an. Scheiß drauf. Beim Bauernhof können nur friedliche Leute sein, wa? Einer. Und hat eine Pistole. Handeln würde ich gerne mit dir. Das ist wirklich das Letzte? Was? Wie das Letzte? Okay, jetzt haben wir langsam. Jetzt packe ich erstmal. Okay, die beiden. So, was lassen wir denn da? Ich glaube, Kohle haben wir 14. Da können wir auf jeden Fall schon mal das Ding hier. Und Essen haben wir 59 im Besitz. Da lasse ich irgendein Werkzeug da. So. Ryan. Auch wenn du nichts kannst. So, kann sie was reparieren? Wie sieht es mit den Betten aus? 90, 85. Da ist schon wieder fertig. 180. Reparieren. Wie sieht es hier aus? Gut. Ah, jetzt sind wir zurück. Shit. Alicia. Nein. Kein sicheren Unterschlupf. Kann sie sich mal verpissen? Ah, jetzt. Sonst kriege ich nämlich die Tür nicht zu. Da kriegst du die Tür nicht zu. Dass hier kein Nimm-Alles-Button gibt. Jetzt haben wir einen Teddybär mitgenommen. Na gut, wir hatten ja genügend Platz, ne? Sehr gut. Damit haben wir die Tour zu Ende und auch wir sind am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet zur nächsten Folge von Sheltered wieder ein. Bis dahin, tschüss.